Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Mut zur Nachhaltigkeit, unserer Veranstaltungsreihe im Risikodialog zur Diskussion von Zukunftsfragen. Ich darf Sie begrüßen im Namen des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich, des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur, des Umweltbundesamts und von Österreich 1. Wir haben wie immer ein sehr interessantes Thema heute, in dem wir in die Vergangenheit schauen, um uns in die Zukunft zu orientieren. Wir haben immer wieder um die Diskussion, und auch die letzte Veranstaltung zeigte dies, dass der Begriff nachhaltige Entwicklung sehr ambivalent gesehen wird. Viele meinen, das ist ein Allerweltsbegriff geworden, er ist konturlos, man kann damit nichts anfangen, er wird auch massiv missbraucht. Und man kann sich eigentlich daran nicht wirklich orientieren. Das heißt, wie wir Nachhaltigkeit in die Gesellschaft bringen können, in die Denkschemata der Menschen bringen können, ist eine große Herausforderung. Der heutige Vortragende, den ich Ihnen wie immer jetzt noch nicht nennen werde, der sagt ja, der Begriff Nachhaltigkeit ist zwar ein Schlüsselbegriff für das 21. Jahrhundert, aber er ist bei den Massen noch nicht angekommen. Und ich glaube ja gar nicht nur bei den Massen nicht, sondern auch bei vielen, die ausschlaggebend sein sollten, nicht ganz. Weil, so sagt er, es fehlen die richtigen Bilder. Das ist ein sehr interessanter Zugang. Und der heutige Vortrag, das soll uns also helfen, anhand des Naturschutzes und der Geschichte des Naturschutzes die Einbeziehung von Landschaften in den Nachhaltigkeitsdiskurs zu beleuchten und versuchen, daraus zu lernen, wie das mit der nachhaltigen Entwicklung weitergehen könnte. Ich danke an dieser Stelle wie immer der KPC als unsere Gastgeberin. Ich darf nun Ihnen vorstellen, Sie haben es natürlich in der Einladung gelesen, es handelt sich um den Herrn Dr. Reinhard Pichotzki. Und seit 1992 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Internationalen Naturschutzakademie INA auf der Insel Film. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Schutz und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt sowie die Theorie und Geschichte des Naturschutzes. Wir haben aber heute eben die Möglichkeit, auch aus dem Fundus etwas zu erfahren, den Sie ihm zusammengetragen haben in Landschaft, Heimat, Wildnis, Schutz der Natur, aber welcher und warum, in Ihrem Buch, das, ich denke, uns einiges vielleicht geben kann an Ideen, wie wir uns der nachhaltigen Entwicklung auch widmen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind, trotz auch widriger Umstände. Die Bahn fährt ja gar nicht, Sie mussten also noch in den Flieger umsteigen. Und freue mich schon sehr darauf, wie Sie uns Mut machen, mit nachhaltiger Entwicklung in Zukunft umzugehen. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Ich war heute früh noch auf der Insel Rügen. Und Sie wissen, die Insel Rügen gilt als die schönste Insel Deutschlands, zu Recht. Ne? Eine wahnsinnige Landschaft. Wenn Sie nur denken an diese Steilküsten, die Kreidefelsen, dann diese herrlichen Buchenwälder im Nationalpark und dann das Blau des Meeres mit den Sonnenaufgängen. Also es sind mit die schönsten Landschaften, die man in Deutschland kennt. Und 100 Jahre bevor die Touristen kamen, waren um 1800 schon die Romantiker auf Rügen. Die Dichter, die Denker, die Theologen, also die Brüder Humboldt zum Beispiel, Heinrich von Kleist, Adelbert von Chamisso, viele berühmte Maler und der bekannteste von allen ist sicher heute Caspar David Friedrich. Und um den geht diese Episode. Er war 27 Jahre alt, kam 1801 zum ersten Mal wieder, er stammte aus Greifswald, wieder nach seinem Studium und seiner Übersiedlung nach Dresden, um am Königshaus besser wirken zu können, zu verkaufen und sowas, nach Rügen. Das war seine eigentliche Heimat. Und er hat das innerhalb von 25 Jahren 7-mal geschafft. War ja sehr, sehr beschwerlich mit Postkutsche und so. Immer wenn er in große Krisen kam. Er war also mit 27 Jahren dort und war von dieser Landschaft so unglaublich begeistert, dass er auf die Knie ging, laut dem Herrgott lobte, die Bäume umarmte und die Fischer und Bauern sahen das und sagten, der Mann ist doch von Sinn.
Heimlich sagten sie nur, der Verrückte kommt wieder. Ne? Also sie konnten es einfach nicht fassen, was diesen Mann bewegt, mitten in der Landschaft sich niederzuknien, laut dem Herrgott zu danken, die Bäume zu umarmen, in Tränen auszubrechen. Also es war völlig unverständlich. Eine kleine Episode, die verbürgt ist, aber dahinter verbergen sich hochinteressante Zusammenhänge. Und zwar will ich es auf den Punkt bringen und nachher ein Stückchen weiter eingehen. Caspar David Friedrich war schon ein Repräsentant der neu entstehenden Klasse des Bürgertums, die emanzipiert waren, die aus eigener Kraft eine neue Gesellschaft aufbauen wollten. Die Fischer und Bauern auf Rügen lebten noch in der Leibeigenschaft. Sie waren Leibeigene, so wie das Vieh, gehörten sie den Adligen und den Höfen dort und ein ganz kärgliches, armseliges Leben. Und das ist die Krux. Will man als Mensch sich der Natur zuwenden und Landschaft erleben, Natur als Landschaft erleben, nämlich ganzheitlich, rein emotional, so kann man das nur, wenn man zwei Befreiungen durchgemacht hat. Das ist uns heute gar nicht mehr klar, weil wir denken, Landschaftserlebnis ist eine anthropologische Konstante. Nein, es ist verankert in eine hochinteressante Kulturgeschichte. Und nur der Mensch, der sich zweifach befreit hat, einmal von den Fesseln der Natur und ein zweites Mal von den gesellschaftlichen Fesseln, wird frei, sich der Natur als Landschaft zuzuwenden. Das hört sich sehr abstrakt an, wird aber sehr konkret, wenn Sie sich überlegen, dass die Fischer und Bauer ja seit Jahrhunderten gegen die Wildnis ihre Existenz abtrotzten. Sie müssen sich vorstellen, dass der Begriff Wildnis um 1800, das können Sie begriffsgeschichtlich sehr gut nachweisen, noch völlig negativ konnotiert war. Wildnis war per se die tödliche Bedrohung für die Menschen. Sie mussten über Jahrhunderte und Jahrtausende ihre Existenz der Natur abtrotzen, der wilden, der tödlichen Natur. Und für die Fischer und Bauern war das dort sehr konkret. Jährlich viele, viele Todesfälle mit den kleinen Schiffen beim Fischfang. Jährlich ging man auf Wolfsjagd bis 1737 und musste gegen die wilden Tiere kämpfen. Und als Caspar David Friedrich kam um 1800, gab es zwar keine Wölfe mehr, aber die Kegelrobben und die Seehunde machten den Fischern das Leben schwer, sodass bis um 1900 die Tradition gab, dass wenn ein Neugeborener auf Rügen, gerade auf dem Mönchgut war das noch bis 1900 Tradition, geboren wurde und ein Junge war, dann war sicher, du wirst Fischer und du musst kämpfen gegen die Kehlgrobben, und er bekam ein Messer nach der Geburt unter das Kopfkissen gelegt als Symbol, das ist deine Aufgabe. Das, da ahnen Sie schon, das war Wildnis, und gegen diese Natur musste man täglich seine Existenz abtrotzen. Und das Zweite sind die Befreiung von gesellschaftlichen Fesseln. Solange Leibeigene in einem Feudalsystem lebten, was sie als gottgewollt verstanden, nicht opponieren konnten, nicht ihr Schicksal in die Hand nehmen konnten, nicht ihr Leben gestalten konnten, konnten sie sich auch nicht der Natur zuwenden und kontemplativ Natur auf sich wirken lassen. Erst 6 Jahre später, 1806, ist die Aufhebung der Leibeigenschaft auf Rügen gewesen. So deute ich erstmal kurz an, wie hochinteressant es ist, Landschaft zu erfahren, wie Landschaft in die Welt gekommen ist. Ich will Ihnen gleich erklären, wie wir den Vortrag strukturieren, denn das A und O an einem guten Vortrag ist eine gute Gliederung. Ob Sie die dann einhalten, ist nicht so wichtig, aber es macht einen so guten Eindruck, wenn das so strukturiert ist, der Mann hat sich was bei gedacht. Ne? Aber das kommt gleich. Ich möchte am Anfang Ihnen 3 Thesen in den Raum stellen, die ich jetzt kurz formuliere, und die sollten Sie immer wieder bedenken bei den verschiedenen Kapiteln, die ich erläutere, und bei den verschiedenen Abschnitten. Die erste These wurde ja schon genannt. Es ist uns allen klar, dass Nachhaltigkeit im Grunde eines der wichtigsten Probleme des 21. Jahrhunderts geworden ist. Wir haben über Jahrhunderte Raubbau getrieben, und erst so um 1987 mit dem Brundtland-Bericht, dann der Rio-großen Konferenz, wurde uns klar, Grenzen des Wachstums, die seit 1970 diskutiert wurden in der Ökologiebewegung, sind eine Realität. Man kann nicht dauerhaft auf Raubbau leben, und man muss lernen, und das ist die Herausforderung im 21. Jahrhundert, das Naturkapital zu erhalten und für den Zinsen zu leben.
Das hört sich ja eigentlich relativ einfach an. Nicht mehr zu ernten, als nachwachsen kann. Nicht mehr zu nützen, als sich regenerieren kann. Ist aber unendlich schwer in der Praxis durchzusetzen. Das ist ein paradigmatischer Wandel. Jahrtausende war es gänzlich anders. Und meine These, ich will es nochmal auf den Punkt bringen, ist, es ist nicht genug, wenn man das Problem Nachhaltigkeit, also Ressourcen nachhaltig nutzen, von den Zinsen leben, nicht vom Kapital, aus einer sozialen, ökologischen und ökonomischen Perspektive sieht. Es fehlt essentiell aus meiner Sicht eine ästhetische Dimension, ohne die wir nicht zu den Bildern kommen, die die Menschen begeistern. Dann sind die Menschen nicht begeistert davon, wenn sie nicht überzeugt sind, dass das Leben eine nachhaltige Lebensweise erfüllter ist, besser ist, menschlicher ist, tieferer Erlebnis bringt, dann wird sich das auch nicht durchsetzen können. Kurzum, es fehlt die ästhetische Dimension, es fehlen diese Bilder, die die Massen ergreifen. Die zweite These ist die, dass ich seit langem immer sage, unsere Vorstellungen über Naturschutz und über Nachhaltigkeit, die sind eingebettet in kulturelle Denkmuster, in politische Utopien, in politische Menschenbilder, in politische Weltbilder, und wir reflektieren viel zu wenig, was das für Weltbilder sind. Wir kommunizieren das viel zu wenig und deshalb geht sehr viel aneinander vorbei, viele Missverständnisse in der Gesellschaft. Das, denke ich, muss sich ändern und wir müssen besser hinterfragen, was uns eigentlich antreibt, welches Menschenbild, welches Naturbild, welches Weltbild. Hört sich sehr abstrakt an, aber im Laufe des Vortrags wird es deutlicher werden. Und die dritte These ist, aus meiner Sicht existiert im Naturschutz schon seit Jahrzehnten, aber auch im Nachhaltigkeitsdiskurs, eine folgenreiche Schieflastigkeit und auch eine Unlogik in der Argumentation. Ich will es auch nur kurz andeuten, das wird im Laufe des Vortrags klarer. Es gibt sehr verschiedene Naturideale. Ich nenne Ihnen mal 5 oder 6 und es ist wichtig eigentlich, immer wieder zu reflektieren, welches ich in den Mittelpunkt stelle, bei welchen Auseinandersetzungen. Es gibt ein ökonomisches Naturideal, da geht es um die Nutzung des Naturkapitals. Da steht im Zentrum Natur als Ressource. Es gibt ein ökologisches Naturideal, da steht das Ökosystem in seiner Belastbarkeit und Tragekapazitäten im Interesse des Menschen im Zentrum. Es gibt ein soziales Naturideal, da geht es um die Erfahrbarkeit der Natur zum Zwecke der Erholung, was ganz, ganz essentiell ist für Akzeptanzfragen. Es gibt aber auch ein kulturhistorisches Naturideal, da steht im Zentrum Heimat als Natur. Unglaublich wichtig, sehr stark verdrängt in den letzten Jahrzehnten. Es gibt ein ästhetisches Naturideal, wo die Schönheit der Natur und der Landschaft in den Mittelpunkt steht. Es gibt ein ethisches Naturideal unter den Naturschützern, die vom Eigenwert der Natur reden und Natur doch um ihrer selbst willen auch schützen zu wollen. Das sind 6 verschiedene Naturideale, die alle ihre Berechtigung haben, die ausgewogen genutzt werden müssen in der Argumentation, aber, und das ist meine These hier, die Naturschützer haben so viel bittere Erfahrung gemacht seit dem Zweiten Weltkrieg in der Demokratie, bei den Interessenauseinandersetzungen in der Regel zu verlieren, haben sich angewöhnt, nicht mehr kulturhistorisch über Heimat oder ästhetisch über schöne Landschaft zu argumentieren, sondern sich zu reduzieren auf das, was in Diskurs am meisten zieht in der demokratischen Konflikt- und Auseinandersetzung, nämlich die harten Fakten, ökologische Sachzwänge, ökonomische Argumente. Die sind natürlich auch berechtigt, aber es wird hochproblematisch, wenn man sagt, wir konzentrieren uns auf die starken Argumente und lassen die schwachen, nämlich die kulturgeschichtlichen, die ästhetischen, die sozialen, die ethischen einfach weg, weil wir sowieso damit verlieren, kann man für Sonntagsreden nehmen. Das ist ein fundamentaler Fehler. Das sind diese 3 Thesen am Anfang und jetzt habe ich mir sogar die Stoppuhr mitgenommen, dass ich in der Zeit bleibe, wenn ich Ihnen jetzt den Vortrag nun halten werde. Im Prolog haben wir fast abgearbeitet, soll es gehen um Fortschritte in Nachhaltigkeit. Danach ein kleinerer Teil,
wo es mir geht um drei Schlüsselbegriffe: Naturschutz, Nachhaltigkeit und Landschaft, die ein ganz unterschiedliches Alter haben. Naturschutz Ende des 19. Jahrhunderts, gut 100 Jahre alt. Nachhaltigkeit 1713 geprägt, über 300 Jahre schon alt. Und Landschaft ein Begriff, der mindestens eine 700-jährige Geschichte hat. Alle sind miteinander eng verwoben. Man kann nicht über Naturschutz heute diskutieren, ohne Nachhaltigkeit zu, und umgekehrt geht es genau so nicht. Und Landschaft spielt für beide Bereiche eine ganz zentrale Rolle. Deshalb will ich kurz auf diese Begriffe eingehen, wie sie in die Welt kamen, was sie für paradigmatische Wandel hervorriefen. Und dann zum Hauptteil Landschaft, eine 700-jährige Kulturgeschichte. Und zum Schluss fragen wir dann in der Diskussion, im Gespräch, auch in den Schlussthesen, wie wir nun die Nachhaltigkeit wirklich farbiger, attraktiver machen können, dass sie wirklich Massen ergreifen können. Das ist so mein Konzept, was ich Ihnen vorgestellt habe. Nun noch zum Prolog, noch mal kurz. Ich will einmal vergleichen die Begriffe Fortschritt und Nachhaltigkeit. Warum? Weil Fortschritt ein Begriff ist, der mit der Aufklärung, mit dem 18. Jahrhundert vielleicht nicht in die Welt kam, aber dominant wurde für dieses Jahrhundert und das Bürgertum zuerst begeisterte, weil es ging um den Siegeszug der Vernunft, um den Kampf gegen überkommene Vorstellung im Adel, im Klerus, alles auf die Waagschale der Vernunft zu werfen. Auch die Tradition Siegeszug des Vernunft geht einher mit dem Anspruch auf Naturbeherrschung, Naturnutzung als Grundlage für unsere Wohlfahrt. Und Fortschritt verheißt für jeden die Chance, dass es besser wird. Diese Idee ist in den Anfängen sicher schon in der Renaissance da, aber im 18. Jahrhundert wird sie absolut dominieren. Sie wird zum Schlagwort in Politik und Philosophie, im Bürgertum breitet sich das aus und um 1900 ist es so weit, dass auch die Proletarier, die ja ein kärgliches Leben fristen, wo die Sozialdemokratie noch für die Rechte kämpfen muss, aber auch die werden angesteckt, weil sie merken, vom Fortschritt geht eine solche Faszination aus, dass auch ich, wenn ich mich anstrenge, wenn ich hart arbeite, etwas davon habe für meine Familie, nicht in zukünftige Generationen, sondern sehr bald. Diese Fortschrittsbegeisterung geht einher mit Bildern, die die Massen ergriffen haben. Also ich will Ihnen nur ein paar nennen, dampfende Lokomotiven oder den Eiffelturm oder technische Errungenschaften oder was auch immer. Es gibt so viele Bilder des Fortschritts, wo sich Menschen begeistert haben und gesagt haben, jawohl, davon haben wir Anteil. Bis heute ist der Bekanntheitsgrad sehr groß. Bei Nachhaltigkeit haben wir eine fast ebenso lange Geschichte, 1813 entstanden, als schon im 17. Jahrhundert das Gespenst der Holzknappheit durch Europa ging. Aber der Begriff beschränkte sich auf die Forstwirtschaft. Er fundierte mit die Etablierung einer Wissenschaft, einer Forstwissenschaft, und er verlor auch wieder an Bedeutung. Nur für die Forstwirtschaft hat es eine Bedeutung und ist im Grunde erst in die öffentliche gesellschaftliche Diskussion gekommen mit dem Brundtland-Bericht 87, mit der Rio-Konferenz 89. 10 Jahre später fragt das Umweltbundesamt in Deutschland in einer Umweltbewusstseinsstudie, wer kennt denn nun in der Bevölkerung überhaupt das Wort Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung? Das waren 13%. Jetzt ist eine neue Studie gemacht worden, ich glaube 10 oder 12 Jahre später, und die Zahl hat sich verdreifacht. Immerhin kennen 43% der Menschen schon die Begriffe und können damit was anfangen, aber, und das ist mein großes Aber, es ist ein blutleerer Begriff gewesen, einer, der nicht begeistert, einer, der die Massen nicht ergreift, einer, der sich nicht ausbreitet, einer, der nicht zur Utopie und dann zur Realität wird. Das ist so das Problem, und ohne diese begeisternden Bilder, die wir schaffen müssen, die wir mit propagieren müssen, wird es unglaublich schwierig werden. Ich will noch mal eine Folie Ihnen zeigen, die Ihnen verdeutlicht, dass in der Regel von der Entstehung eines Begriffs, hier beschränkt auf die deutsche Sprache, bis zur Vorstellung
dass das, was der Begriff beschreibt, auch geschützt werden muss, oft lange Zeiträume vergehen. Ich habe Ihnen das ganz kurz angedeutet. Natur im 9. Jahrhundert kommt ja in die deutsche Sprache. Es dauert fast 1000 Jahre, ehe der Naturschutzgedanke überhaupt gedacht worden ist. Bei Landschaft dauert es immerhin noch 400 Jahre, ehe das passiert. Und so ist es dann auch bei Artenschutz noch 200 Jahre, bei Naturdenkmal über 100 Jahre. Auch vom Ökosystem zum Ökosystemschutz dauert es noch Jahrzehnte. Nur bei Biodiversität war es ein Begriff, der direkt erfunden worden ist, um den Schutz der biologischen Vielfalt als Naturkapital zu thematisieren. Ich nenne das nur diese Verschiebung in der Zeitachse, weil in dieser Zeit unglaublich viel passieren muss an Änderungen in unseren Denkmustern, an Wandeln in unseren Denkmustern, ehe eine Schutzvorstellung greifen kann. Das sollten Sie jetzt beachten bei den nächsten Folien, die wir uns nun anschauen. Nun geht es um diese drei Begriffe, Naturschutz, Nachhaltigkeit und Landschaft. Das will ich nicht zu stark ausdehnen, können wir in der Diskussion vertiefen, aber weil ich dann im Hauptteil eingehen will auf die Geschichte der Landschaftsidee. Nun zu den Phänomenen Naturschutz. Es ist eine Trivialität und trotzdem muss man sie sagen. Wer Natur schützen will, der muss sagen, welche Natur und muss begründen, warum er sie schützen will. Und da wird uns sofort deutlich, Natur ist kein naturwissenschaftlicher Begriff. Das ist ein Begriff der Philosophie, der der ständigen Reflexion bedarf. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche Natur wollen Sie schützen, dann kriege ich sofort 10, 12, 15 Antworten. Natur als Landschaft, na selbstverständlich. Natur als Heimat. Natur als Naturhaushalt. Natur als Artengefüge. Natur als Biotop. Natur als ökosystemare Dienstleistung. Natur als Ressource. Das heißt, Sie haben eine unendliche Palette von Möglichkeiten. Deshalb ist es auch so unendlich schwierig, ein logisches, hierarchisches System aufzubauen, weil es gleichberechtigt sehr viele Ziele gibt im Naturschutz, die Kulturlandschaft, die Wildnis, die Ökosysteme, den Naturhaushalt, die ökosystemaren Dienstleistungen, die Arten zu schützen. Das ist ein beträchtliches Problem und man sieht auch in der Genese, ich liebe es immer, zu erforschen, wann Begriffe entstanden sind, wie Vorläuferbegriffe aussahen und warum sie entstanden sind. Und da sieht man, dass es ungefähr 10 Vorläuferbegriffe gab, ehe dann der abstrakte Begriff Naturschutz etwa um 1880 entstanden ist. Es ist aber hochinteressant zu sehen, Forstschutz, Heimatschutz, Tierschutz. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, aber ich sagte ja, es ist immer hochspannend zu fragen, was musste denn passieren von der Einführung eines Begriffs wie Natur, dass es zur Vorstellung kommt, diese Natur ist bedroht und sie muss geschützt werden. Das ist ein neuer Begriff entstanden, Naturschutz. Und da habe ich Ihnen einmal aufgezeigt, dass wir Menschen ja über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende hinweg unsere Kultur vor der Natur schützen mussten. Deshalb ist der Wildnisbegriff auch bis um 1800 immer völlig negativ konnotiert. Erst die Romantik in Europa fängt an, langsam den Begriff etwas anders zu interpretieren. Es ist eben im Grunde dann gewesen, die Effekte der Industrialisierung, der Urbanisierung, der Rationalisierung, der Säkularisierung, der Individualisierung, der Demokratisierung und des Fortschrittsgedanken, des wissenschaftlichen Fortschritts, des technischen Fortschritts, des gesellschaftlichen Fortschritts, dass der so galoppierte, dass dann auf einmal, gerade aus Kreisen des Bildungsbürgertums, deutlich wurde, wenn das so weitergeht, dann macht dieses System alles platt an gewachsener Kulturlandschaft, an Resten von Wildnis, wenn wir nicht einen anderen Rahmen setzen, wenn wir nicht Hemmschuhe einbauen, wenn wir nicht Gebiete rausnehmen, wenn wir nicht andere Lebensform finden und das thematisiert der Naturschutz. Kurzum, erst sehr spät ist die Vorstellung entstanden, Schutz der Natur vor der Allmacht der Kultur. Und man muss das mal einordnen in die großen Zusammenhänge, um zu sehen, was das eigentlich bedeutet. Schauen Sie, wenn man eine Generation mit 30 Jahren ansieht, dann haben die Menschen als Naturnutzer, als Jäger und Sammler über 40.000 Generationen
gelebt, 1,2 Millionen Jahre. Als Landnutzer, Ackerbauer und Viehzüchter 400 Generationen. Das sind immerhin noch 12.000 Jahre. Aber es hat vier Generationen gedauert, nämlich Industriezeitalter, dass diese neuen Gefahren bewusst worden sind und dass der Begriff Naturschutz entstanden ist und dass seither sich Leute sammeln und kämpfen und streiten miteinander, gegeneinander, gegen Nutzer und so weiter, diese neue Vorstellung. Und nun kann man diese Geschichte des Naturschutzes ja so sehen, wie es viele machen, dass man sagt, man bemüht sich und ist immer auf der Verliererseite und ist eine Geschichte des ständigen weiterschreitenden Verlustes. Das ist eine sehr negative Sicht. Man könnte auch sagen, in nur vier Generationen in ganz Europa haben sich riesige Verbände gebildet, Initiativen, ein Rechtsnetzwerk ist entstanden, Gerichtsbarkeit ist entstanden, es sind Institutionen entstanden, es wurde eine staatliche Aufgabe. Also man muss schon abwägen, es ist nicht wenig, was der Naturschutz in vier Generationen vorangebracht hat. Wenn Sie sich erinnern an die Vorläuferbegriffe des Naturschutzes, dann ist auch hochinteressant zu sehen, dass der erste Begriff Forstschutz war im 18. Jahrhundert, der zweite war Tierschutz und der dritte war Heimatschutz. Und ich sagte ja, wer Naturschutz einfordert, der muss sagen, welche Natur er schützt, und ebenso wichtig ist sagen, warum muss ich die schützen vor der Allmacht der Nutzer, vor der Unvernunft der Menschen oder wie auch immer. Warum muss ich die schützen? Und das ist sehr schwierig zu beantworten. Man kann es aber doch anhand dieser drei Begriffe durchaus auf ganz wenige essentielle Zusammenhänge bringen. Der Forstschutz entstand im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion in der Forstwirtschaft. Man sah, wenn man Raubbau betreibt, kollabiert das System. Es geht im Naturschutz also um den Schutz der physischen Lebensgrundlage. Das ist, wenn wir über Ökosystemschutz reden, über Ökosystemmanagement, über Natur als Ressource, von der wir leben. Und wenn wir sie zerstören, uns die Lebensgrundlage langfristig zerstören. Aber es entstand ja dann 1837 auch schon der Begriff Heimatschutz. Ich könnte Ihnen eine herrliche Vorlesung halten, wie er entstanden ist. Wir müssen uns ja konzentrieren, deshalb will ich nur eins sagen. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um das Phänomen, wenn das Grundlevel gesichert ist, dass der Mensch überleben kann, dann hat er ein riesiges Bedürfnis nach einem sinnerfüllten Leben. Und ein sinnerfülltes Leben bedarf für die meisten Menschen Naturerfahrung, Naturerlebnis, Landschaftserlebnis. Und da ist die Natur, die wir schützen, für ein sinnerfülltes Leben. Das ist etwas ganz anderes als der Ressourcenschutz. Muss aber kommuniziert werden und ist unglaublich wichtig. Heimatschutz steht dafür. Und das dritte war der Begriff Tierschutz. Das ist auch hochinteressant, der auch um 1836 oder 37 in die Welt kam, von den Pietisten in Baden-Württemberg zum ersten Mal geprägt. Da fing die Diskussion an, wo man sagte, gibt es denn nicht auch Natur oder Kreaturen, die um ihrer selbst willen geschützt werden müssen? Nicht, weil sie nützlich sind für den Menschen, nicht, weil sie schön sind, nicht, weil wir uns daran erfreuen, nicht, weil wir sie essen wollen oder sowas und deshalb erhalten müssen. Nein, um ihrer selbst willen schützen. Und da merkte man doch sehr schnell, dass Tiere leidensfähige Kreaturen sind, so wie wir Menschen auch. Und wer leidet, hat einen Anspruch, um seiner selbst willen geschützt zu werden. Bentham, der Engländer, hat zuerst die Frage gestellt, können Sie denken? Nein. Können Sie sprechen? Nein. Aber können Sie leiden? Ja. Und wegen der Leidensfähigkeit spricht man vom Pathozentrismus. Kreaturen, die leiden können, müssen um ihrer selbst willen geschützt werden. Und es gibt eine Diskussion im Naturschutz seit 1970, die hoch brisant ist, hochproblematisch ist, weil man nun anfängt und sagt, das soll doch nicht nur für Tiere gelten. Warum nicht nur für höhere Tiere, warum nicht für alle Tiere, warum nicht auch für die Pflanzen, warum nicht für alle Naturerscheinungen? Ein hochinteressantes Feld, wenn Sie wollen, können wir das andiskutieren. Mit Sprengstoff belastet, ich sehe es zum Teil sehr kritisch, aber für die Tiere stimmt es
bis ins Letzte, philosophisch herleitbar. Wer leidet, muss um seiner selbst willen geschützt werden. Das sind die drei großen Argumentationsstränge, wo man Ordnung hineinkriegt in das Gefüge. Ein vierter ist natürlich, der uns auch beschäftigt, Schutz vor den Gefahren der Natur, spielt im Naturschutz, denken Sie an die Auen, die Überflutung und all sowas, nach wie vor eine große Rolle. Dieser Gedanke des Naturschutzes ist primär eigentlich eingebettet in ein konservatives Weltbild. Und der Konservatismus, das muss man sehen, gehört genauso in die Demokratie wie der Liberalismus. Man kann beide Seiten übertreiben, dass sie dann demokratiefeindlich werden, aber konservatives Denken ist genauso essentiell wie liberales Denken. Wir kommen im Laufe der Vorlesung hier noch drauf zurück. Nun will ich kurz reflektieren über diesen Begriff der Nachhaltigkeit, wie dieser in die Welt gekommen ist. Sie wissen, im 17. Jahrhundert ging das Gespenst des Holzmangels durch ganz Europa. Das gehört heute zur Allgemeinbildung. Denken Sie an die Glashütten im 17. Jahrhundert, an die Eisenerzeugung, an die Ziegelbrennereien, an die Kalkbrennerei, an die Holzkohleherstellung. Ganze Landstriche wurden platt gemacht und die nächsten wurden übernutzt und Kahlschlag um Kahlschlag. Es herrschte wirklich ein Holzmangel, eine Holznot und Hans Karl von Karlowitz war ein sächsischer Beamter, hoher Forstbeamter des sächsischen Königs, der durch ganz Europa zog, in Frankreich war, in England war, überall dasselbe Phänomen sah und am Ende seines Lebens ein fundamentales Werk schrieb, wo er das Prinzip zum ersten Mal formulierte: Wir dürfen in Zukunft nicht mehr ernten, als nachwachsen kann. Das ist der Kern des Nachhaltigkeitsgedanken. Es gibt Grenzen des Wachstums und Grenzen der Nutzung, die so vorgegeben sind. Das führte dann schon Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer wissenschaftlichen Fundierung, zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Und es ist interessant zu sehen, dass selbst im Ende des 18. Jahrhunderts Leute wie Malthus schon kamen und sprachen: Leute, das ist nicht nur Forstwirtschaft, es gibt Wachstumsgrenzen. Und er postulierte, wenn die Bevölkerung weiter exponentiell wächst und die Ernährung nur linear, müssen wir in die Katastrophe rutschen. Deshalb muss man die Wachstumsgrenzen erkennen und sich nach diesen richten und die Tragekapazitäten finden. Aber Sie wissen alle, dass diese Denkmuster nicht in die Gesellschaft infiltriert werden konnten, weil selbst das Thema Holzknappheit weggedrängt worden ist, weil man lernte, durch fossile Stoffe, fossile Energieträger das Problem scheinbar für immer zu lösen. Und Malthus' Problem, dass man sagt, wir kommen gar nicht mit der Nahrungsmittelproduktion nach, das hat der Fortschrittsgedanke in kürzester Zeit beantwortet, als nämlich Kunstdünger herstellen konnte, war dieses Problem gelöst und die Erträge verzichtfachten sich, die Geburten gingen zurück und es war überhaupt kein Thema mehr. Kurzum, wir sprechen eigentlich in der Ökonomie von der Naturvergessenheit der Ökonomie. Wenn Sie sich mit der Ökonomiegeschichte beschäftigen, dann sehen Sie, dass in der Zeit der Physiokraten, als die ersten Theorien entstanden, die Theorien fußten noch auf drei Parameter: Kapital und Arbeit und Boden. Aber die neoliberalen Theorien Ende des 19. Jahrhunderts haben alles, was Boden und Natur ist, eigentlich wegdiskutiert, hat gesagt, es geht nur um Kapital und Arbeit. Und seit der Zeit wird diese Naturvergessenheit der Ökonomie deutlich. Man hat die Natur betrachtet, Ricardo, ein Theoretiker 1817, als inexhaustible, unbegrenzt verfügbar. Irgendwo immer mehr ist verfügbar. Darauf müssen wir nicht achten. Selbst Karl Marx, der große Kritiker des Kapitalismus, hat den Begriff übernommen und hat gesagt, Natur ist unbegrenzt verfügbar. Es war erst die Ökologiebewegung der 70er Jahre, die postulierte Wachstumsgrenzen. Seit dieser Zeit diskutieren wir um die Grenzen des Wachstums, die es offensichtlich gibt. Und es gibt Ansätze einer ökologischen Ökonomik. Es gibt Ansätze Nachhaltigkeitstheorien. Und da ist nun interessant zu sehen, dass ab 1970, eigentlich erst ab den 1990er Jahren mit dem Brundtland-Bericht und dem Rio-Prozess,
dieser Gedanke in die Welt gekommen ist, mit dem wir uns beschäftigen. Aber vielleicht sollte ich das auch noch kurz erläutern. Ich postuliere immer, denkt nach, welche Weltbilder dahinter stecken, welche Menschenbilder dahinter stecken. Und es gibt zwei völlig konträre Konzepte der Nachhaltigkeit, die heute miteinander kooperieren. Das eine ist verankert in den Neoliberalismus. Und dieser Neoliberalismus behauptet bis heute, wir sind in der Lage, Kapitalsorten miteinander auszutauschen und zu substituieren. Das heißt, wir können das Naturkapital, was wir möglicherweise zerstören oder verbrauchen, durch menschengemachtes Kapital und andere Kapitalien ersetzen. Es ist nicht notwendig, das Naturkapital zu erhalten. Und das bettet sich ein in einen Liberalismus, der für den Natur nichts anderes als ein materielles Objekt ist, das der Mensch maximal nutzen kann. Homo economicus ist das Menschenbild dieses liberalen Denkens und dieses Konzept der schwachen Nachhaltigkeit, das von etlichen Theoretikern jetzt ausgebaut worden ist, sagt, das lässt sich gut integrieren in die neoklassische Wachstumstheorie, denn wir können Naturkapital substituieren durch menschengemachtes Kapital. Und dann gibt es eine starke Gegenströmung, die sagt, nein, es geht doch auch nicht nur um Erhaltung der Natur als Ressource, sondern wir müssen ganzheitlicher denken, es geht auch um die Qualität der Natur, um die Erhaltung all der Natur, die wir für ein sinnerfülltes Leben brauchen. Kurzum, es geht um eine Nachhaltigkeitsethik und um eine Nachhaltigkeitsanschauung, die thematisiert, welche Wirtschaftsweisen, welche Lebensweisen zerstören Natur und welche bewahren sie. Und das ist eingebettet in die Tradition eines progressiven Konservatismus, der seine Berechtigung hat. Das ist das Konzept der starken Nachhaltigkeit, die sagt, Naturkapital muss ab sofort völlig erhalten werden. Wir dürfen nur noch von den Zinsen leben. Und wir sind mitten in diesem Gefüge, wo sich Theoretiker streiten, Ökonomen neue Theorien entwickeln und Ähnliches. Das kurz zum Begriff des Naturkapitals. Jetzt sind wir beim Begriff der Landschaft und ich will Ihnen ein bisschen Mut machen, denn diese Theorie von der Renaissance bis zur Neuzeit, was Landschaft war, was Landschaft ist, was davon übrig geblieben ist an Wirkmächtigkeit, durch ein paar Jahreszahlen, dass Sie sehen, das ist eine interessante Geschichte. Schauen Sie, 1336, der Renaissance-Philosoph Petrarca besteigt den Mont Ventoux. Viele Philosophen sagen, das ist die Geburtsstunde der Landschaft. Er thematisiert das noch nicht mit diesem Begriff, aber er beschreibt genau seine Gefühle, wie er sich dieser Natur zweckfrei zuwendet und den Berg beschreibt, um diese Naturschönheit zu erleben. Das erste Landschaftsgemälde, was man kennt, ist von 1444. Ein Altarbild in einer Kirche, wo noch Menschen zu sehen sind, wo aber nicht mehr die Natur als eine christliche Symbolik thematisiert wird, wie man das seit dem Mittelalter und früher schon machte, sondern wirklich als emotional ganzheitlich empfundene Landschaft. Albrecht Dürer führt den Begriff der Landschaftsmalerei ein und bringt die auch sehr weit vor. Die erste reine Landschaft hat vielleicht Albrecht Altendorfer 1530 geschaffen. Kurzum, die Landschaft kommt zu uns in die Kultur als Gemälde, als Fiktion, als ein Bild, was wir entwerfen von der Natur. Das wird dann Mitte des 18. Jahrhunderts materialisiert, indem man solche Bilder umsetzt in neue Formen von Gärten. Ganz im Gegensatz zu den französischen Barockgärten, die standen für den Adel und die gottgewollte Ordnung, jetzt ein Landschaftsgarten, wo die Freiheit der Natur Freiheit gegeben wird und wo der Landschaftsgarten symbolisieren soll, die Art und Weise, wie der selbstbestimmte Mensch mit Mitteln der Vernunft seine Gesellschaft aufbaut. Kurzum, der Landschaftsgarten ist das Vorbild für die selbsthergestellte, selbstbestimmte Gesellschaft, die dann in die Demokratie führt. Volksgarten, auch so ein wichtiger Begriff. Landesverschöderung 1808, eine große Bewegung. Und 1845 finde ich zum ersten Mal bei der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, wie sie beklagt, dass die Anfänge der
einer Industrialisierung der Landschaft, wenn man das überhaupt so schon bezeichnen kann, dazu führt, dass alles monotoner wird, dass das Facettenreiche verschwindet immer mehr und die Klagen beginnen seit dieser Zeit und führen dann dazu, dass der Begriff Landschaftsschutz um 1900 entsteht. Hier vielleicht ein Stückchen noch reduzierter. Der Begriff entsteht eigentlich im 9. Jahrhundert als ein ganz sachlicher, rationaler Begriff für einen Siedlungsraum. Er wird dann emotionalisiert im Gemälde im 15. Jahrhundert. Er wird materialisiert in Gärten und zum Symbol der neuen Freiheit im Zeitalter der Aufklärung genommen. Er wird dann Ende des 18. Jahrhunderts uminterpretiert. Das ist hochinteressant zu sehen. Von Repräsentanten der Aufklärung, die die Vernunft in den Mittelpunkt stellen, Johann Gottfried Herder, der Schüler von Kant, interpretiert die Landschaft neu um, indem er ein Land-Leute-Paradigma entwickelt, wo er zeigt, wie stark das Klima die Bevölkerung prägt, wie stark das Klima das Land prägt und wie die Bevölkerung wieder die Landschaft nach ihrem Maß prägt, wie Land und Leute zusammenpassen und sich vervollkommnen können. Kurzum, Landschaft wird zum Lebensraum und die Metapher ist hier zum Organismus und das ist die Grundmetapher auch des Konservatismus mit der Forderung, dass in den Organismus Landschaft der Mensch lernen solle, sich wieder einzufügen. Landschaft wird also Ende des 18. Jahrhunderts zum Lebensraum und im 19. Jahrhundert zum Wissenschaftsobjekt, wenn Sie an die Geografie denken, an die Vorläufer der Ökologie. Es wird zum Schutzobjekt, da haben wir genug schon gesagt, und es wird im 20. und 21. Jahrhundert zur Alltagserfahrung und zur essentiellen Erfahrung, ich kann es nicht genug betonen, für ein sinnerfülltes Leben. Wir sind nun gut in der Zeit, 27 Minuten, 45 waren mir gegeben. Jetzt bin ich bei dem großen Hauptteil Landschaft und Sie erinnern sich an die Einleitung, wie ich sagte, Caspar David Friedrich und die armen Fischer und Bauern, wie man Landschaft nur erleben kann, wenn man diese zweifache Befreiung durch Erziehung und Bildung und Prägung und Schulbildung und Elternhaus durchgemacht hat, die Befreiung von den gesellschaftlichen Fesseln und die Befreiung von den Fesseln der Natur. Man muss das aber ein Stückchen noch tiefer ausloten, um eigentlich zu begreifen, wie dieser Blick auf die Landschaft entstanden ist. Das hängt zuallererst zusammen mit der Entstehung eines neuen Menschenbildes, das in der Renaissance beginnt. Und diese Subjektwerdung des Menschen wird auch ganz deutlich in der Kunst, in der europäischen Kunst. Das Porträt entsteht zur gleichen Zeit wie die Landschaftsmalerei und ist ein Ausdruck dafür, dass der Mensch eine Subjekterfahrung durchmacht, ein Ich-Bewusstsein durchmacht und lernt, ein Gespür dafür zu bekommen, dass er frei geboren ist und frei sein Leben gestalten will. Kurzum, dieses Menschenbild, diese Subjektwerdung des Menschen führt zum Weltbild der Aufklärung im 18. Jahrhundert mit dem Anspruch, die Vernunft zum Maßstab für alles zu machen. Wie wir unsere Gesellschaft bauen wollen, wie wir unsere Traditionen bewahren wollen, wie wir unsere Natur nutzen wollen, wie wir Natur gestalten wollen, das ist die Vernunft. Es ist die Idee des autonomen Subjektes, beginnt in der Renaissance und seinen Höhepunkt in der Aufklärung erreichend mit dem Anspruch auf Selbstbestimmung, die dazu führt. Und damit einher geht natürlich auch, dass Religion Privatsache wird. Ist bis heute so und ist auch gut so, führt aber zu einer völligen Verunsicherung. Bis dahin war ja Religion allgemeinverbindlich. Jeder wusste, er war eingeboren in eine göttliche Ordnung, die nicht zu hinterfragen war. Man konnte die Rolle, die man hatte, als Leibeigener gut machen oder etwas schlechter machen, aber man konnte nicht fliehen aus der Rolle. Und wir haben diesen wahnsinnigen Umbruch von der sogenannten gottgewollten Ordnung des Feudalsystems in die Zeit der Aufklärung mit dem Anspruch, eine nach Maß der Vernunft und des Menschen in freier Bestimmung gemachte Gesellschaft aufzubauen. Und diese Verunsicherung nach Sinn zu erkunden, die einhergeht mit der Privatisierung der Religion, führt dazu, dass nicht ein, sondern zwei fundamentale neue
Naturbilder entstehen, zwei Mensch-Natur-Verhältnisse. Das eine ist relativ schnell zu verstehen. Die ganze Basis des Fortschrittes ist Wissenschaft. Und Wissenschaft ist nur möglich geworden, indem in der Renaissance, es praktizierte, dass man Natur abstrahierte, sich herausnahm aus der lebensweltlichen Erfahrung, Natur definierte, ob man nun Astronom war oder Chemiker oder Biologe oder Physiker, und dieses abstrahierte, reduzierte Bild der Natur als Gegenüber nahm und dann mit den neuen Methoden der Forschung analysierte, und das brachte Herrschaftswissen. Und dieses Herrschaftswissen führt zur Beherrschung der Natur, zur Nutzung der Natur und zum Wohlstand. Und auf der anderen Seite, für die Sinnverluste, die einhergehen, die wieder gefüllt werden müssen, lernt der Mensch, sich als Substitution für den verloren gegangenen Sinn oder der Sinn, der droht, dass er verlieren geht, lernt er, sich der Natur ganzheitlich und rein emotional zuzuwenden. Und das ist die Geburtsstunde der Landschaft. Natur rein emotional zu erleben und sie, und das ist das Entscheidende, zu nutzen als Projektionsfläche für seine Wünsche, für seine Hoffnung, für seine Ideen, für seine Utopien. Deshalb ist auch die Landschaft in den Folgejahrhunderten so ständig in einem Wandel begriffen und ständig von anderen politischen Strömungen besetzt worden. So viel zur Entstehung des landschaftlichen Blickes. Nun kurz zur Landschaftsidee der Aufklärungszeit. Und man könnte ja provokant die Frage stellen, nützt uns das heute irgendwas? Muss ich das wirklich wissen? Wir alle wissen doch, dass der Naturschutz aus der konservativen Zivilisationskritik entstanden ist. Das war diese bürgerliche Bewegung des 19. Jahrhunderts, die sagte, nichts gegen Fortschritt, aber nicht um den Preis, dass alles, was uns auch wichtig ist, nämlich die gewachsene Tradition, die gewachsene Landschaft, die Werte, das Lebendige, das Mannigfaltige, das Eigentümliche, all das möchten wir in unserer Landschaft bewahren, und da setzen wir die Grenzen. Das konservative Denken ist berechtigt und ist bis heute ein Fundament des Naturschutzes. Aber nicht jeder Naturschützer versteht sich als Konservativer. Viele von uns denken, wir sind eigentlich auf der progressiven Seite, und das glaube ich auch. Und deshalb ist es interessant, auch andere Denkmuster der Landschaft zu betrachten und zu gucken, wie wirksam sind die denn heute? Und die Aufklärung liefert da sehr tolle Antworten. Ich will Ihnen drei Gründe nennen, warum es gut ist, sich in unserer Zeit zu beschäftigen, was in der Aufklärung als Landschaft verstanden wird. Der erste Grund, den hatte ich schon genannt, es ist eine neue Kunstform entstanden, der englische Landschaftsgarten, der steht für ein neues Menschenbild, ein neues Weltbild, für ein neues Gesellschaftsbild, das man auf den Nenner bringen will. Der Mensch will mit dem Mittel der Vernunft und der Selbstbestimmung als eigenständiges, selbstbestimmtes Wesen sich befreien von allen Fesseln des Adels oder des Klerus und eine vernünftige Gesellschaft aufbauen, die immer besser wird und immer mehr Fortschritt bringt. Eine neue Kunstform, und dieser englische Landschaftsgarten hat viel an Ideen gebracht und ist aufs Engste gekoppelt mit der Vorstellung der Freiheit und bis heute wirksam und für uns nutzbar. Das ist vielleicht ein ganz entscheidender Grund. Und ein anderer, es ist gut, wenn man die 200-jährige Diskussion um Landschaft in Auseinandersetzung versteht, wie von der Aufklärungszeit, wo Landschaft ein reines Symbol war für die neue Freiheit des Menschen, ein konservativer Wandel erfolgt in der Interpretation, wo Landschaft zum Organismus wird und mit der Metapher und der Forderung, sich einbetten zu lernen in die Kreisläufe der Natur. Es ist also ein interessantes Feld. Nun, zur Aufklärung. Die Aufklärung beruft sich nicht mehr auf Gott wie die Feudalordnung, sondern sie beruft sich auf die Natur. Und sie hat einen doppelten Naturbezug. Sie hat einen positiven Naturbezug, indem sie sagt, wir müssen anerkennen, dass von Natur aus, von seiner Natur aus, alle Menschen frei geboren sind und frei sind und die Fesseln erst durch gesellschaftliche Wandlungen gekommen sind, die wir jetzt aufbrechen müssen. Der negative
Naturbezug besteht in der Aufklärung darin, dass man sagt, wir müssen lernen, die Natur zu erkennen, wir müssen sie besiegen, wir müssen sie beherrschen, wir müssen sie nutzen. Und manche gehen so weit, dass man sagt, wir müssen sie vollständig besiegen, wir müssen sie bis zum letzten Pool ausnutzen, um das Elend des Volkes zu beseitigen. Wir müssen die Nutzenmaximierung so weit optimieren, wie das der Neoliberalismus zum Beispiel heute macht. Das sind Naturbezüge, die natürlich dann auch 100 Jahre später sehr kritisch hinterfragt wurden und zu Recht hinterfragt wurden. Aber es ist hochinteressant zu sehen, dass in der Zeit der Aufklärung, als Landschaft nun dieses Symbol der neuen Freiheit wurde, einer neuen Gesellschaft, dass es aufs engste Bezüge gab zwischen dem ästhetischen Landschaftserleben und dem moralischen Landschaftsverständnis. Wenn Sie Schriften der Aufklärung lesen, dann steht dort drin, dass die Menschen, die neuen, die freien Menschen, spazieren gehen sollen in der Landschaft. Sie sollen leben in der Landschaft. Sie sollen malen und sich freuen in der Landschaft. Sie sollen wohnen in der Landschaft und ihre Heimat finden. Von Rousseau, dem Mitbegründer der Aufklärung, stammt der Ruf zurück zur Natur. Und warum sollen sie das alles machen? Spazieren, leben in der Landschaft, malen in der Landschaft. Sie sollen Landschaften bewahren und herstellen, weil es dem Menschen besser macht und es eine Erziehung hin ist zur Tugend. Da ist viel dran und das sind Denkmuster, freiheitliche Denkmuster, die bis heute wirken können, an die wir gut anknüpfen können. Nun zum nächsten Feld, das war so das Zeitalter um 1750, jetzt um 1800, die Landschaftsidee in der Romantik. Die Romantik ist entstanden als Gegenbewegung der Aufklärung. Es ist schwierig, sie in wenigen Worten zu begreifen. Wir kennen sie als Kunstrichtung, wir wissen, was sie bewirkt hat in der Literatur, in der Musik, in der Malerei. Bis heute sind die Spuren zu erkennen und bis heute sind sie wirksam. Bis heute prägen uns romantische Ansätze und völlig zu Recht. Aber im Grunde ist die Romantik eine neue Weltanschauung, keine Kunstrichtung. Sie versucht, Religion und Philosophie auf eine neue Weise zu verbinden in einer Synthese und sie kritisiert eben die Allmacht der Vernunft. Sie sagt, der Mensch ist doch nicht nur ein Vernunftwesen, er ist auch ein Gefühlswesen und wenn wir diesen so wichtigen Teil, der vielleicht noch wichtiger ist als die Vernunft, ist weglassen, dann kriegen wir eine Welt, die vor Vernunft kaputt geht. Sie beklagen die Entzauberung der Welt, die Trivialisierung der Welt. Sie beklagen auch die strenge Trennung zwischen Mensch als Beherrscher der Welt und einem Menschen, den sie fordern, der wieder eingehen soll in die Kreisläufe des Naturs. Und sie entwickeln eben völlig neue Vorstellungen von Landschaft, die wieder beseelt sein soll. Sie schaffen eine Kunstreligion, sie schaffen eine neue Kunstrichtung einer beseelten Landschaft und es ist eine ästhetische Utopie, die vielleicht ein Stück verständlich wird, wenn Sie Landschaftsbilder aus verschiedenen Zeitaltern vergleichen, aus der Aufklärung und später aus der Romantik. Caspar David Friedrich Bilder kennen Sie alle und da sehen Sie, dass der Mensch sich nicht als Herrscher aufspielt, sondern eher als Betrachter der Natur. Mensch und Natur werden so dargestellt, dass diese Einheit beseelend wird, dass sie wieder verzaubernd wird. Kurzum, die Romantik ist eine Suche nach den Zauberhaften in der Welt, nach den Übernatürlichen, den Unendlichen, den Allumfassenden, den Göttlichen. Und Sie sagen, die Kulturlandschaft ist eigentlich viel zu trivialisiert und überformt. Für uns ist es die ferne Landschaft und die Wildnis, die unberührte Landschaft, die all das vermittelt. Zauber, Unberührtheit, Unendlichkeit, Allumfassendes, Göttlichkeit. Und da sind eigentlich die Wurzeln dessen, was uns seit 20 Jahren jetzt wieder stark beschäftigt und in der Bevölkerung eine Riesenresonanz hat. Alle wollen letzte Reste von Wildnis erleben. Sie wollen eben das Zauberhafte, das Unendliche, das Göttliche erleben und reisen wie die Verrückten in diese Teile und machen nun das auch noch kaputt, was wir an Resten haben. Da sehen Sie die Kehrseiten, aber hier sehen Sie, wie von der Romantik neue Natur Vorstellungen über Wildnis und über Kulturlandschaften geprägt werden und bis in unsere Zeit hineinreichen, im positiven Sinne, dass man anknüpfen kann
und zeigen kann, wie wichtig Natur für ein sinnerfülltes Leben ist, im negativen Sinne, dass man sagt, wenn man eine Mode draus macht und jetzt Wildnis erobert, wie es gemacht wird durch neue Sportarten, durch neue Expeditionen, denken Sie an den Mount Everest, wo Tausende hochgeschleppt jetzt werden oder sowas, was für Katastrophen das führt. Aber da so eine Wurzeln liegen eben in der Romantik. Und wir kommen jetzt zum Konservatismus, der auch viel frühere Wurzeln noch hat, die weitergehen, zurückgehen als die Romantik, aber politikwirksam wird der Konservatismus erst nach der Romantik. Es ist im Grunde eine Denkrichtung, der Konservatismus, die in der Aufklärungszeit schon mit entstanden ist, eine Kritik an der Aufklärung, eine Kritik an der Verabsolutierung der Vernunft und sie sagen, beim Bau einer neuen Gesellschaft und auch bei der Betrachtung der Natur ist es ganz wichtig, die gewachsenen Werte zu achten, nämlich die Lebendigkeit, die Eigentümlichkeit der Natur, das Organische an der Natur, das Mannigfaltige, das Echte an der Natur, das Naturgemäße, das historisch Gewordene zu achten, das Volkstümliche, das Nationale, das steckt alles hinter dem Konservatismus und es ist eine politisch-gesellschaftliche Utopie, genau wie Welt- und Menschenbild der Aufklärung. Man muss sich auch mal kurz verdeutlichen, vielleicht als Nebensatz, der Liberalismus, der diese grenzenlose Freiheit des Menschen will und diese Maximierung des Eigennutzes will, bis hin zum Neoliberalismus, der hat natürlich seine Grenzen und seine Irrtümer, die uns heute ganz deutlich werden, aber es gibt, wenn man die Geschichte des Liberalismus sieht, dann auch Grenzüberschreitungen jenseits der Demokratie. Denken Sie an den Sozialdarwinismus, der sich daraus speist, der dann zu faschistoiden Denken wurde. Oder der Konservatismus ist in der Demokratie zu Hause, aber wenn Sie in die Ursprünge des Naturschutzes gucken und Ernst Rudolf betrachten, der den Begriff Naturschutz geprägt hat, der hat gesagt, Schuld an der Landschaftszerstörung ist doch die ganze Sozialdemokratie und die ganze Demokratie. Und das müsste alles abgeschafft werden und Knecht und Markt wiederhergestellt werden. Dann, also der Konservatismus hat auch Grenzen überschritten und arbeiten können wir mit solchen politischen Weltbildern nur im Rahmen der vorgegebenen Demokratie. Da sind das aber wichtige Gegenpole, Liberalismus oder Konservatismus, die ihre Berechtigung haben. Am deutlichsten wird es vielleicht, wenn wir unsere Auffassung von Gesellschaft miteinander betrachten, was die Aufklärung oder der Liberalismus unter Gesellschaft versteht und was der Konservatismus unter Gesellschaft versteht. Ganz kurz auf den Nenner gebracht, auf einen Satz, sagt ja das aufklärerische Denken und das liberale Denken, dass die Gesellschaft aus autonomen Menschen entsteht, die alle selbstbestimmt sind, die alle ihre individuelle Freiheit haben und über einen Gesellschaftsvertrag wird vereinbart, die Freiheit der anderen nicht zu beschränken, dann ist im Rahmen dessen alles ja erlaubt. Und der Konservatismus sagt, nein, so eine Lebensgesellschaft ist in letzter Konsequenz eine Gemeinschaft, wo jeder ein Teil eines Ganzen ist, jeder eine Aufgabe zu erfüllen hat. Das kommt darauf an, dieses Ganze als Organismus zu sehen und auch den Dienst am Ganzen zu akzeptieren, dass nicht alles erlaubt wird, wie in neoliberalen Nutzendenken und sowas. Das hat beides seine Berechtigung und seine Wurzeln in der konservativen Zivilisationskritik. Ich glaube, ich habe zur Landschaftsidee des Konservatismus jetzt genug gesagt. Man könnte natürlich immer wieder tiefer gehen und weitergehen. Was bedeutet Emanzipation im konservativen Denken, im liberalen Denken? Ne? Im liberalen Denken bedeutet es, sich völlig von den Fesseln der Natur zu befreien und sie grenzenlos zu beherrschen. Im konservativen Denken sagt man, jawohl, Naturerkenntnis, jawohl, Naturbeherrschung, aber wahre Emanzipation sei sich wieder einzuordnen in Kreisläufe der Natur. Das sind ganz andere und unterschiedliche Denkmuster. Kurz will ich noch eingehen, ich habe noch 4 Minuten, kurz noch eingehen auf die Landschaft im Nationalsozialismus. Da passiert etwas Grauenhaftes, weil es zu einer rassistischen Uminterpretation kommt von Heimat und von Landschaft. Und Sie haben bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, bestimmt noch nichts gemerkt, dass Heimat etwas Expansives hat, was andere Räume erobern will, oder Landschaft etwas Expansives hat, was andere
verdrängen will. Und das ist eben das Drama des Nationalsozialismus, dass er das Land und Leute denken, uminterpretierte mit Blut und Boden, dass er Heimat rassistisch umdeutete, dass er Landschaft rassistisch umdeutete. Was das bedeutet, ist Ihnen allen klar, wenn man sagt, nur die deutsche Rasse ist in der Lage, ein Naturgefühl zu entwickeln, nur die haben Tierliebe, nur die haben ein Naturgefühl, nur die haben ein Gefühl zum Wald, der ostische Mensch hat das gar nicht, dann spricht man denen das Heimatgefühl ab und geht so weit, sagt, und für unser Volk brauchen wir mehr Raum und erobern neues Land und schaffen deutsche Heimaten und deutsche Landschaften im Osten. Also grauenhafte Verbrechen sind da passiert. Und das hat Wirkung gezeitigt, denn als alles zusammengebrochen ist, Weltkrieg und man vor dem Chaos stand und der Naturschutz sich neu formieren musste, haben wir, und das ist das letzte Phänomen, was ich jetzt darstelle, etwas gemacht, was problematisch ist. Man hat als Naturschützer jetzt in der Aufbauzeit gemerkt, wenn wir anfangen wieder zu reden über Heimat und über Schönheit der Landschaft und über Ästhetik und sowas, dann verlieren wir immer. Man hat Landschaft uminterpretiert, was ursprünglich ein Ideal war, heimatliche Landschaft, ein Sinnträger war, zum Funktionsträger, nämlich zum Naturhaushalt. Schon aus den 50er Jahren kommt der Begriff Naturhaushaltsschutz in unser Denken hinein. Und natürlich kann man Landschaft auch als Naturhaushalt betrachten. Es wird nur problematisch, wenn man auf den Zug aufspringt. Und das haben die Naturschützer gemacht, indem sie dann mit dem Siegeszug der Ökologie, mit der ökologischen Wende um 1950, mit der weltweiten Umweltkrise, hoffte auf die Ökologie und sagte, das ist jetzt der entscheidende Durchbruch, die Ökologisierung des Naturschutzes, die wissenschaftliche Fundierung des Naturschutzes, und man hat eine völlige Fernnaturwissenschaftlichung des Naturschutzes im Kreisen des staatlichen Naturschutzes betrieben, nicht in den Verbänden, die haben immer noch wachgehalten, diese Gefühle von Heimatverbundenheit und ähnliches. Und das äußert sich auch in der Sprache. Alles, was Landschaft und Heimat hieß, wurde getilgt und man ersetzte einfach die Begriffe. Landschaft wurde zum Ökosystem, Landschaftsverlust zur Ökosystemzerstörung, Landschaftsschutz zum Ökosystemschutz, Landschaftsgestaltung zum Ökosystemmanagement, Landschaftsarchitektur zur ökologischen Planung. Ich habe das auch mal quantifiziert in unserer Hauszeitschrift Natur und Landschaft, die es seit 80 Jahren gibt. Da sehen Sie 20, 30, 40 Jahrgang, wie die Heimatbegriffe immer weiter zurückgehen und nachher völlig verschwinden. Und umgekehrt ist es so, dass die Ökologiebegriffe in den 60er, 70er Jahren beginnen und dann völlig dominieren. Und das, und damit bin ich jetzt am Ende, ist insofern ein Riesenproblem, weil wir mit dieser Fernnaturwissenschaftlichung des Naturschutzes im Grunde die ganzen wichtigen kulturellen Denkmuster und die kulturellen Argumentationsmuster beiseite drängen und vielleicht sage ich es an zwei, drei Stichworten, was seit dieser Zeit aus meinem Empfinden schiefgegangen ist. Und das ist, glaube ich, auch für die Nachhaltigkeitsdiskussion wichtig. Man kann es schon ungefähr erkennen, eine hochinteressante Analyse, die Herr Reuswig gemacht hat, an den Befragungen unter Naturschützern und in der Bevölkerung, warum ist sie für sie Naturschutz und was sind die wichtigsten Gründe? Und da argumentieren Naturschützer und die Bevölkerung diametral. Die Bevölkerung sagt, für sie ist Heimat eine sehr wichtige Erfahrung und die nachhaltige Nutzung ebenso, im Kontext von Arbeitsplätzen und so weiter, und Ökologie spielt keine so große Rolle und ethische Argumente kaum. Und bei den Naturschützern ist es genau umgekehrt. Da wird vor allen Dingen mit ökologischen Argumenten argumentiert und mit ethischen Argumenten. Und man hat so in den letzten Jahrzehnten, das hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend geändert, die nachhaltige Nutzung kaum thematisiert und die Heimat auch nicht. Und das hat zu vielen Problemen geführt. Und 48 Minuten, lassen Sie mir noch zwei Minuten? Gut, ich will es noch stichartig nennen. Die eine Fehlentwicklung ist die, dass man ökologische Imperative geschaffen hat. Man hat immer wieder gesagt, die Ökologie, Wissenschaft,
zeigt uns, wo die Tragekapazitäten sind. Sie zeigt uns, dass die Stabilität der Ökosysteme durch die Artenfülle gewährleistet ist. Mit jeder Art, die verschwindet, wird das System instabiler und kollabiert. Und man hat also gesprochen vom ökologischen Gleichgewicht, was der Mensch zerstören wird, von der Stabilitäts-Diversitätshypothese. Und dann stellt sich raus, dass das wissenschaftliche Spezialfälle zum Teil sind, nicht generalisierbar sind. Und man hat immer wieder versucht, weil die Reputation der Wissenschaft zu sagen, mit ökologischen Sachzwängen zu sagen, wir können hier gar nicht diskutieren, sondern wir können das nur akzeptieren und müssen uns danach richten und diese Sachzwänge stimmen und deshalb muss das und das gemacht werden und hat sich aus dem Diskurs genommen. Solche ökologische Imperative zu schaffen und als Argumente zu benutzen, sind Totschlagargumente und wenn sich dann herausstellt, dass diese Hypothesen gar nicht so stimmen, dann stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Ein zweites Problem, was ich ganz kurz anreißen will, das ist dieser ethische Fundamentalismus, so bezeichne ich es, aus der Eigenwertdiskussion. Es gibt in Deutschland, wie das jetzt in Österreich ist oder in der Schweiz, weiß ich nicht, aber ein hochinteressantes Phänomen, wenn es um Schutz von Arten geht. Die Bild-Zeitung führt uns immer wieder vor, da ist eine Hamsterkolonie, die muss geschützt werden und dann kommt die Bild-Zeitung und sagt, die vernichten 10.000 Arbeitsplätze, weil es nur 3 Hamster gibt oder ein Wachtelkönig gekräht hat, den noch niemand gesehen hat und sowas. Und dann stehen die Naturschützer da und sagen, die stehen in der roten Liste und deshalb müssen sie geschützt werden und dann kommen sie damit nicht durch. Und dann sagen sie, Bundesnaturschutzgesetz seit 2003, jede bedrohte Art muss um ihrer selbst willen geschützt werden und deshalb müssen wir das machen und so weiter. Statt zu argumentieren, wie wichtig solche Arten als Repräsentanten einer heimatlichen Landschaft sind und die Diskussion darin zu denken, ob man solche heimatlichen Landschaften jetzt wirklich zerstören muss für die Arbeitsplätze, die neu entstehen. Also man hat die kulturellen Argumente völlig verdrängt und so kommt diese Argumentationsmuster zusammen. Und ein allerletztes, man hat Akzeptanz verhindernde Feindbilder geschaffen. Da haben Naturschützer schon Schuld mit dran. Man wollte erst Natur schützen für den Menschen. Dann merkte man, man muss sie eigentlich schützen vor den Menschen. Und dann entstehen solche Gegenüber. Dort ist die Natur und da gegenüber ist der bösartige Mensch, vor dem wir schützen müssen. Da sind die Nutzer, die alle böse sind. Hier sind die Naturschützer, die die letzten Gefechte liefern. Und solche Feindbilder bringen wirklich nichts, denn es geht nicht um Natur auf der einen Seite und der Mensch auf der anderen Seite, die Nutzer auf der einen und die Schützer auf der anderen Seite. Es geht immer um Menschengruppen, die unterschiedliche Interessen haben und man muss hinterfragen, ihre Interessen und ihre Lebensweisen und ihre Wirtschaftsweisen und das führt einen auf eine ganz andere Ebene der Auseinandersetzung, statt solche Feindbilder zu schaffen, die letztlich Akzeptanz verhindern. Das ist mein Appell, mit dem ich schließen will. Wir müssen einfach diese kulturellen Denkmuster, warum wir Natur schützen wollen, wieder mit ins Zentrum stellen und diese argumentativen Muster, die in der Zeit der Aufklärung, der Romantik, des Konservatismus entstanden sind, wieder nutzen. Und wir müssen auch den Mut haben, einen demokratischen Heimatbegriff zu schaffen und einfach die Menschen dort abholen, wo sie wirklich sensibel sind. Und das sieht man an dieser Darstellung. Da sind sie besonders sensibel bei Heimat und bei nachhaltiger Nutzung. Ich habe 6 Minuten überzogen. Ich bitte um Entschuldigung, aber das nächste Mal wird das anders.